Hey Leute, Mario und willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Ihr kennt ja bestimmt die Reihe, wo ich den ultimativen Affen beschwöre. Ich platziere einen Affen, ich gebe den jeden Boost im gesamten Spiel und gucke, ob der alleine Runde 100 kaputt kriegt. Und bei diesem Format mache ich es immer mit einem Stufe 5 Affen. Ich habe mich jetzt aber mal gefragt, mit welchen Affen kann man das eigentlich noch hinkriegen, wo du den Affen nicht auf Stufe 5 bringst? Deshalb will ich das heute mal probieren mit den Superaffen, den wir einmal skillen. Ihr sagt jetzt bestimmt, Bardor, warum überhaupt einmal? Versuch's doch mal ungeskillt. Habe ich schon versucht, geht nicht. Der ungeskillte Superaffe ist nicht gut genug. Und deswegen will ich das mit einem Superaffen versuchen, der einfach geskillt ist. Dafür nehmen wir Owen mit, weil Owen kann alle Zauberaffen in Reichweite boosten und der Superaffe zählt als Zauberaffe. Und das heißt, wir sollten das mitnehmen. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, der Superaffe ist ein Affe, der das sehr, sehr gut hinkriegen könnte. Die Frage ist halt nur, mit welchen Affen können wir das noch versuchen? Ich kann mir vorstellen, der Fallschussschütze. Vielleicht zu schwach. Ruhe dich zurück. Vielleicht zu schwach. Ist schwer. Ganz ehrlich, ist schwer, da eins zu finden. Der Bombenwerfer vielleicht. Ganz großes vielleicht. Flugzeugträger könnte ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass er es hinkriegt. Schmuckgestalt kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er es hinkriegt. Aber als Stufe 1 Skillung ist es, glaube ich, exklusiv für den Superaffen. Ich glaube, viele andere Affen kriegen das nicht hin. So, na gut, dann fangen wir mal an und hauen den mal raus. So, wir starten erstmal so. Ich mach direkt zwei Geldkisten, dass wir ein bisschen sicherer sind. Wir platzieren den. Wichtig, den müsst ihr hier so auf den Strich platzieren. Da. Er darf nämlich nicht zu hoch stehen, weil wenn er zu hoch steht, kriegt er den Gottboost am Ende nicht mit. Weil der kriegt ja den Gottboost, das ist wichtig. Okay, ich denke, ungeskillt kommt er auch schon die ganze Zeit voran. Nahenbauer am Start habe ich nicht. Da müssen wir uns einen kaufen. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch einigermaßen viele normale Partien gespielt. Und das heißt, da habe ich auch dann ein bisschen Geld aufgebaut. Da passt es dann schon. Gut, wir versuchen es einfach mal. Also ich würde es ihm wünschen, dass er es hinkriegt. Ich bin mir aber unsicher. Ich denke, zu den Waffen wird er eine große Rolle spielen. Dass der oft den Boost hat, dass er schneller angreift. Aber wie gesagt, ich würde es ihm gönnen. Okay, machen wir noch eine Plantage. Ich denke, wie gesagt, bis Runde 20 kann ich easy einfach auf Geld gehen. Dann kommt gleich noch ein Affendorf. Ich skill den auch gleich schon mal auf Stufe 1. Wobei, ja, Reichweite kann ich auch jetzt schon... Geld. Geld, Leute. Geld ist das Wichtigste. So. Falls ihr übrigens neue seid, könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und hier übrigens auch der Hinweis, Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen schon Bescheid. Aber ich bin am Überlegen, eventuell einmal in der Woche mit den Streamen anzufangen. Ich bin nicht der allergrößte Fan vom Stream, muss ich dazu sagen. Videos aufzunehmen macht mir viel mehr Spaß. Und wenn ich auch irgendwann das Gefühl habe, dass ich halt weniger Zeit in meine Videos stecke, weil ich jetzt mehr Zeit in das Stream stecken würde, würde ich auch das Stream pausieren. Wie gesagt, Videos sind für mich ganz oben in der Prioritätenliste. Aber ich bin im Überlegen, tatsächlich ein bisschen zu streamen, so ein, zweimal die Woche. Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Und folgt mir doch einfach mal auf Twitch, falls ihr das nicht verpassen wollt. Ich heiße da BardorTV. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Muss aber niemand machen. Ist nur der Hinweis, dass ich eventuell bald mit den Streamen anfange. Ich werde tatsächlich halt so gut wie jeden Tag mehrmals gefragt, Bardor, kannst du mal streamen? Denke ich mir so, ja, vielleicht. Und außerdem wäre es halt auch eine ganz gute Methode, Content für meinen Zweitkanal zu produzieren, Bardor Hyper, wo ich so ein bisschen Burnout habe. Ich muss, also Burnout ist vielleicht übertrieben, klingt zu dramatisch, aber ich habe da so ein kreatives Loch, sage ich mal. Denn ich weiß da nie so richtig jetzt, was ich machen soll. So, die Ideen sind da gesprudelt eine ganze Zeit lang. Dann bin ich irgendwann aufgewacht und hatte keine Idee, was ich für den Zweitkanal machen soll. Und deswegen da so ein paar Highlight-Clips dann hochzuladen von den Streams, wäre ja gar nicht so verkehrt. Und da würde ich dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das wäre ja dann eine ganz gute Sache. Ich mag halt diesen Spendenfaktor bei Streamen nicht, dass Leute, die halt 10 Euro Taschengeld kriegen, 5 Euro an YouTuber spenden. Und da muss ich direkt sagen, wenn ihr halt nicht viel Geld habt, holt euch keinen Sub, auch bei meinem Twitch. Gibt da keine Bits. So, ich muss das nicht machen. Ich verdiene durch YouTube auch genug, um davon zu leben. Und deswegen spendet da auch definitiv nur, wenn ihr halt im Job steht. Und wenn ihr Geld habt und sagt, ja, okay, 5 Euro, Bardor, keine Ahnung, kannst du haben. Wirklich, ich bin kein Fan davon, YouTubern viel Geld zu geben. Ich verstehe es auch legitim nicht. Moment, ich habe das Affenwissen, glaube ich, ausgemacht. Kann das sein? Ja, ich habe es ausgestellt. Ich wollte ein Video aufnehmen, wo ich dachte, es ist klug, das auszustellen. Ja, das Video halt nie das Licht der Welt gesehen hat. Könnt ihr euch denken, ob es geklappt hat? Nein. Es hat nicht geklappt. Deswegen Affenwissen wieder an. Ich habe da meine Gedanken übrigens auch schon sehr ausführlich auf Twitter bekannt gegeben. Also falls ihr ein bisschen lesen wollt. Ich weiß, viele sagen, halber Roman, wer soll das denn lesen?
Was ich übrigens nie verstehen kann, dann lese es halt nicht, wenn das zu viel ist. Das liest du ja so oft auf den sozialen Medien, wo Leute sagen, halber Roman, wer soll das denn lesen? Ja, wer es halt lesen will. Leute kaufen sich zwei Bücher von Montana Black und schreiben dann drunter, halber Roman, wer soll das denn lesen? So, Runde 33, relativ entspannt, wir gehen noch ein bisschen mehr aufs Geld. Ich denke, ich muss den auch nicht weiter skillen. Wenn ich mal Game Over gehen sollte, überlege ich vielleicht, den auf Stufe 2 zu skillen. Aber ich denke, das geht schon echt ganz gut klar mit Stufe 1. Und den skillen wir mal auf Bluen-Sabotage. Durch Bluen-Sabotage kannst du ja alle Ballons langsamer machen. Und das ist ja auch eine ganz gute Methode, um etwas zu schaffen, wenn es mal zu kritisch wird. Bluen-Sabotage. Der ist slow, kassiert. Ganz easy Runde 40 geschafft. Ach, jetzt mache ich doch 6. Egal. Sorry, die Geldgeilheit hat gewonnen. So, sorry. Okay, jetzt haben wir aber auch genug Marktplätze. Jetzt haben wir auch genug Plantagen, um die alle zu verbessern. Und dann, wir haben halt nichts Teures. Wenn ich jetzt den Superaffen verbessern müsste, würde ich sagen, oh, da brauchen wir jetzt aber noch ein bisschen mehr. Aber muss ich ja nicht. Ich habe alles, was ich brauche, um voranzukommen. Ich würde sogar sagen, ich warte jetzt noch ein bisschen und mache dann Permagebräu. Geht das? Das geht, ne? Ich muss keine Fähigkeit, keine Kraft einsetzen. Okay. Ich mache jetzt slow. Okay. Ich habe mal zu den Waffen rausgehauen, weil ich glaube, wir brauchen das. Ja, ich spare jetzt. Ich spare jetzt auf Permagebräu. Ist mir nämlich gerade zu kritisch. Ich habe ein paar Leben verloren. Nicht gut. Oh. Okay, Permagebräu müsste auch jetzt gleich am Start sein. Und zwar jetzt. Okay, jetzt ist er nochmal deutlich stärker. Bessere Reichweite. Hilft hoffentlich. Okay, weil ich habe mir noch was vor. Ich kann jetzt nicht in Runde 50 schon Probleme kriegen, wenn ich halt bis Runde 100 spielen will. Klar, es fehlt noch der Godboost. Es fehlt noch Übertakt und so. Aber ich darf eigentlich jetzt keine Probleme kriegen. Ich glaube, mit Ultra Boost und God Boost ist er stark genug, um das hinzukriegen. Und ich stelle mir es auch ganz cool vor, wenn er die Laseraugen verschießt und einfach 5000 Laser auf einmal rausballert. Runde 60 easy, da muss ich glaube ich sogar nicht raus, sondern ich mache es nur einfach just for fun. Also noch schneller ist, ja, den Laser haben wir weg. Ist ein gutes Zeichen. Gefährliche Runde, wahrscheinlich die gefährlichste Runde im gesamten Lauf. Weil ich habe noch nicht den God Boost und so weiter raus. Kriegt das hin? Ich mache mal slow. Oh ne, kriegt er hin. Richtig gut, okay. Slow war gar nicht nötig. Sehr, sehr stark. Okay, zweite Welle, wir machen jetzt 5 Waffen. Kriegt er hin. Sehr, 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 sehr stark. Die dritte Welle kriegt dann auch hin. Ja. Sehr, sehr gut. Okay, ich fühle mich safe. So, und den müssen wir jetzt zweimal verbessern. Einmal für 85.000 und dann für 425.000. Aber es geht klar. Wir haben nämlich hier einen Marktplatz, der viel Geld macht. Wir haben eine Plantage, die viel Geld macht. Und es geht klar, der wird auch noch verbessert. Fünffach. Die nächste schwere Runde ist, glaube ich, wirklich in den 90er-Runden. Ich glaube, bis dahin ist eigentlich alles entspannt und wir haben das Wichtigste draußen. So, und ist nicht in der Reichweite. Boom. Okay, und jetzt haben wir den God-Boost. Das Problem bei Oban ist, wenn der levelt, kriegt er auch eine bessere Reichweite. Deswegen mache ich den mal hier unten hin. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten hätten wir ein Problem. Aber der kriegt auch gleich einen Trank ab und so. Ich denke, das geht klar. Und der hat nicht eine zu krasse Reichweite. Oder ich mache den nochmal ein bisschen tiefer. Okay, starten. Habe ich das vergessen? Ich habe alles rausgehauen, ne? Machen wir da einmal. Und da einmal. Zack, zack. Der Zom. Und ja. Wir haben jetzt den Godboost. Wir haben jetzt 10-fach übertakten. Wir haben hier jetzt Permagebräu. Wir haben alles, was wir wollen. Und Oban ist, glaube ich, auch relativ nah dran, in Reichweite zu sein. Und er hat jetzt auch den Oban-Boost. Das hat richtig gut geklappt. Okay. Wir haben jetzt den Superaffen mit den Oban-Boost. 10-fach übertakten. Godboost. Permagebräu. Und das reicht. Ohne Witz. Das wird so hardcore reichen, um hier alles kaputt zu machen. Ich mache nochmal hier so ein Dorf hin. So, ich mache nochmal hier so ein Dorf hin. Weil wie gesagt, ich glaube, zu den Waffen ist relativ wichtig. Aber gerade lasern wir alles weg. So, in 80 kommen zwei Zombs. Erstes tot. Und der zweite ist, Alter, wie viele Laser verschossen werden. Seine Reichweite ist halt auch insane, muss man auch so sehen. Das sind in den 90er-Runden. Es kommen jetzt DDTs und so weiter, aber ich sehe da kein Problem, ehrlich gesagt. Die werden weggelasert. Wahrscheinlich ist zu den Waffen gar nicht so wichtig. Weil es ist ja gerade sehr, sehr solide, was wir da machen. Sobald was in Reichweite kommt, ist es wahrscheinlich fast tot. Okay, Runde 95. Der erste Härtetest. Seit Runde 63 halt der erste. Ninja kann ich ja noch raus. Moment. Ich mach mal slow. Darf halt nicht angreifen, aber Bluen-Sabotage wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Okay, da kommen sie. Wir warten. Okay. Heimatverteidigung, die kommen nämlich schon in die zweite Reihe. Ging aber klar. Richtig gut. Ey. Das haben wir.
Ich sehe nicht, wie wir das nicht haben sollen. So, Runde 98 wird noch richtig, richtig schwer. Aber wenn wir das dann geschafft haben, safe, Leute. Dann sind wir safe. Und für Runde 98, ich habe hier noch die Slow-Motion-Fähigkeit. Ich habe hier noch 10 Waffen. Also wir haben da Möglichkeiten, um das gut kaputt zu kriegen. Runde 98. So, ich warte mit allem. Ich mach mal da den schwachen Boost. Warten, 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 warten. Okay, Heimatverteidigung und Slow-Motion. Ganz entspannt, Leute. Ganz entspannt. Leichteste, was ich je gemacht habe. So, Panzer, easy. Easy, Leute. Runde 100. Level 1 Superaffe gegen Runde 100. Come on. Come on, geht kaputt. Geht kaputt. Geht kaputt. Geht kaputt. Wir verschießen 2000 Laser auf einmal. Geht kaputt. Das war's. Das war's. Yo. Das war viel leichter, als ich dachte. Ernsthaft, ich bin mit der Einstellung ins Video gegangen. Vielleicht geht das ja nicht. Es ging. Es ging sogar richtig, richtig gut. Der Superaffe hat komplett zerstört. Und hier, kein Schaden. Kein Schaden. Kein Schaden. Und kein Schaden. Richtig, richtig gut. Ja, falls ihr einen Vorschlag für einen weiteren Affen habt, wo ihr sagt, ey, ich würde mal gerne Stufe 4 Affen sehen, der das schafft, und Stufe 3 Affen, schreibt es mir in die Kommentare. Es muss aber halt realistisch gesehen möglich sein, was nicht bei allen der Fall ist und bei fast gar keinen eigentlich. Aber gut, dann sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.